Meine Damen und Herren, die Schule ist das Fundament von einer Gesellschaft, wo all die Missstände, die wir in den letzten drei Referaten davon gehört haben, nicht passieren. Eine gute Schulbildung ist die Voraussetzung dafür, dass jemand erfolgreich sein kann im Leben und sich in der Gemeinschaft integrieren kann. In einer Schule wird Leistung gefordert und honoriert und das stärkt Eigenverantwortung und Einsatzbereitschaft. Die Schule schafft einen Gemeinsinn unter den Leuten und das entspricht unserem Milizgedanken. Und Schule und Bildung generell sind nachweislich zentrale Faktoren für eine erfolgreiche Volkswirtschaft. Letztlich sind die Werte, die in der Schule vermittelt werden, sind urschweizerische Werte. Jetzt weiss man, dass in den letzten rund 20 Jahren die Schule, vor allem die Volksschule, wo ich jetzt nachher darüber rede, zum Experimentierfeld und Spielball von allerlei Experten im Bereich Bildung, Familie usw. geworden ist. Und was sind die Folgen davon, die man beobachten kann? Erstens, besessen von der Idee, dass man alle gleich behandeln muss, haben die Experten Schwache und Starke in den gleichen Topf eingerührt. Das kann man an der Volksschule, wie auch, was ich aus eigener Beobachtung sagen kann, von der Hochschule sagen. Man will auf keinen Fall zulassen, dass es Leute gibt, die stärker sind und darum mehr gefördert werden sollen und dass es Schwache gibt, die eine besondere Behandlung brauchen. Aber man nimmt in Kauf, dass die Rücksicht auf die Schwachen zulasten der Starken geht. Man sagt dann, dass die in der Sozialkompetenz der Starken, wenn sie lernen, den Schwächeren beibringen, den Stoff beibringen in der Schule. Es ist kein Wunder, dass darum der Ruf heute besteht nach freier Schulwahl, aber an sich ist es verheerend, dass es so weit gekommen ist, dass Eltern sich organisieren müssen und die Initiative nach freier Schulwahl aufstellen, weil sie mit der Volksschule nicht mehr zufrieden sind. Besonders gravierend sind die Integrationsprobleme natürlich dort, in den Klassen, wo es um Klassen geht mit einem Anteil von ausländischen Kindern, die zum Teil in der Stadt, aber auch in gewissen Agglomerationsorten bis gegen 80% hochgeht. Und unter solchen Umständen ist eine Integration verstanden als vertraut machen mit unseren Werten und Überzeugungen ja eigentlich gar nicht mehr denkbar. In einem Kindergarten in einer Agglomerationsstadt ist mir gesagt worden, sei am ersten Abend nebst der Kindergärtnerin 11 sogenannte Kulturvermittler den Eltern noch vorgestellt worden. Und Kulturvermittler, denen hat man früher Dolmetscher gesagt, aber offenbar geht es darum, auch anders als die Sprache zu vermitteln. Vierter Punkt. Weil heute die Schule so ein ganzes Expertenprogramm abspulen muss, wird den Schülern eben auch Sozialkompetenz beigebracht, Mehrsprachigkeit schon sehr früh in der Schule, Verhaltensauffälligkeiten werden therapiert und das geht natürlich alles zulasten von der Grundkenntnis, von den Grundfertigkeiten, wo ich jetzt mal sagen würde, sind Lesen, Schreiben und Rechnen. Und das Ganze geht auch zulasten von ich sage jetzt unbeschwerte, unverplante Jahre, wo ein Kind daheim bringt und wesentliche Teile von der Sozialisierung und vom Entfalten von Interessen. Darum hat bei dem Elternabend, den ich vorher angesprochen habe, die Kindergärtnerin nicht nur die 11 Kulturvermittler vorgestellt, sondern sie hat, das sind alles Sachen, die man mir berichtet hat, die Eltern darum beten, sie mögen doch bitte daheim mit den Kindern ein bisschen basteln, weil es für das Basteln im Kindergarten Zeit nicht mehr langt. Darum, glaube ich, muss man die Reissleine ziehen im Bereich vom Schulwesen. Erstens, den Gedanken aufgeben, dass Leistungsstärkere und Schwächere per se möglichst gleich zu behandeln sind, sondern man muss Stärkere können fördern und auf die Schwächeren Rücksicht nehmen, um den Anschluss zu ermöglichen. Zweitens ist die Integration von ausländischen Kindern nicht eine Aufgabe der Volksschule. Das kann nicht die Aufgabe der Volksschule sein. Es bestehen genügende Angebote, um Voraussetzungen zu schaffen, dass ausländische Kinder, die in die Schule kommen, dann bereits unsere Sprache reden und so automatisch den Anschluss finden können. Dritter Punkt, wir müssen aufhören, im Schulwesen, das Schulwesen als etwas für Manager und Experten zu betreiben, sondern was es braucht, sind Lehrer, die im Schulzimmer stehen, die Grundkenntnisse vermitteln, die Ansprechpersonen, Vertrauenspersonen und Vorbilder sind für die Schüler. Und dort auch beibringen, welche Regeln in unserer Gemeinschaft gelten.
Und der vierte Punkt, der sehr viel mit diesen Entwicklungen zu tun hat, ist die unsägliche Tendenz dazu, immer mehr Teilzeitpensen zu vergeben. Es ist klar, dass jemand, der nur ein Pensum von 20% oder noch weniger hat, sich natürlich mit der Schule als Amt und mit seiner Rolle als Lehrer nicht ganz und voll identifiziert. So jemand ist auch nicht eine Ansprechperson, gerade für die Leistungsschwächeren nicht. Und darum sind die Teilzeitpensen auf ein vernünftiges Mass, auf eine vernünftige Grösse zu reduzieren. Die SVP hat sich immer dafür eingesetzt und wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass die Schule und Bildung das Fundament und ein tragfähiges Fundament für unsere Gesellschaft bleiben. Und das ist nicht etwa eine hinterwäldlerische Sicht aus dem 19. Jahrhundert auf die Schule, sondern gerade in einer Gesellschaft, die global ist, wo die Selbstverwirklichung und der Individualismus im Vordergrund steht. Gerade in so einer Gesellschaft ist es wichtig, dass die Schule der Ort ist, wo Rücksicht auf Gemeinschaft und Beachtung von Regeln und Leistungsbereitschaft gefördert wird nach dem Grundsatz, dem Tüchtigen gehört die Welt. Vielen Dank. Herr Vogt, was läuft falsch an Schweizer Schulen? Die Schule ist das Fundament von unserer Gesellschaft, von unserer schweizerischen Gesellschaft. Und davon sind wir abgewichen in den letzten 20 Jahren. Wir haben immer mehr angefangen, im Rahmen des integrativen Unterrichts Starke und Schwache zugleich zu behandeln, anstatt dass wir die Starken fördern würden und für die Schwachen in spezialisierten Klassen ihnen den Anschluss später ermöglichen.